Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme vom Transport Fever 2 Let's Play im freien Modus. Ja, mit Geld. Das machen nicht mehr viele. Und wir haben auch schon genügend Geld. Also wir könnten eigentlich jetzt auch ohne Geld spielen. Machen wir aber nicht. Wir wollen ja auch positive Einnahmen haben und so weiter. Also machen wir einfach weiter. Und schauen einfach, dass wir ja nicht so viel Geld verdienen, aber auch Geld verdienen. Genau, hier haben wir noch ein bisschen Bedarf. Ja, dieses Update, das letzte Update scheinbar, irgendwie kommt es nicht raus. Oder ist es rausgekommen, nur auf dem PC hat nicht so wichtig gewesen, dass es angekündigt wurde. Keine Ahnung, ich stehe auf dem Schlauch. Bin ich so gut, Ding. Hier Fahrzeuge. Also wollen wir mal verdoppeln. Vervierfachen. So. Fahrzeug. Kupfsteinbus. So, also. Das haben wir mal gemacht. Und ich stehe noch ein bisschen auf dem Schlauch, weil ich ja natürlich ein bisschen Pause machen musste. Gesundheitlich war es einfach nicht so angenehm, weiter das Projekt zu machen. Tut mir leid. Und ja, ich muss echt viel mehr mit Straßenbahnen machen. Trams. Nee, Industrie gegründet. Gut. Okay, das hilft uns jetzt nicht so weiter. Haben wir hier irgendwo noch Holz, Schreinerei oder so? Da drüben. Bisschen mit Umlenkung. Ja, ja, das machen wir. Dann gehen wir eigentlich hier wieder zurück durch den Wald. Macht nicht so viel Sinn. Oder wir gehen oben durch. Ja, ja, wir gehen oben durch. Dann machen wir hier mal einen Weg. So, das ist sehr schön. Danke, Spiel. Und ja, ich habe echt mega Lust, das Projekt wirklich weiterzumachen. Asymmetrisch ist die große Straße. Ich denke schon, oder ist da noch eine Landstraße? Einbahnstraße? Ja, hier ist Landstraße. Ganz am Ende. Mit den Mods wird es einfach nur komplizierter. 100. Okay, das ist gut. Nein, immer Spiel, immer Curved. Ich will Curved. Aber ich will. Okay, ich spiele das Spiel nicht mehr. Nein, Scherz, aber. Mann, ich will doch nur bauen. Ich putze hier nur. Das Spiel ist direkt wieder kompliziert. Ja gut, Luxus halt. Hä? Spieler brauchen Luxus, die Entwickler brauchen nicht so viel Luxus. Also, machen wir einfach weiter. Stören wir uns nicht an solchen Sachen. Hoch oder runter? Ich denke eher hoch. Also oben. Da müssen wir rein. Dann müssen wir hier irgendwie vielleicht noch die Verbindung machen eher. Das heißt auch mal zu Straßen. Ja, okay, aber schön. Bitte schöner. Ja, besser, ja. So, und ja, hier runter muss ich ja nicht mehr. Also, dann müssen wir wieder hier. Gut, es ist schön, wieder direkt zu starten. Und man hat irgendwie die Steuerung nicht mehr so im Kopf. Ist okay. Also, ich kann damit leben. Machen wir das. Machen wir das weiter weg. Nee. Wir machen es wirklich hier noch in die Mitte. So, und dann können wir eigentlich die Linie schon machen. Sehr schön. Weil das Spiel kann schon gedankenintensiv manchmal sein, aber das tut ja gut und ist ja schön. Nur eben mit einer Nervenkrankheit ist das alles noch ein bisschen schwieriger. Deshalb ist irgendwie die Motivation auch immer mega schnell wieder da. Was haben wir? Müssen wir noch mal kurz vergleichen. Ja, immer der Name von der Stadt. Also Sulz. Berg. So, ich wollte eigentlich beginnen mit Straßenbahnen, damit einfach die Städte mehr, ja, so Verbindung hat. Vielleicht hier mal Straßenbahn. Aber jetzt habe ich gerade diese Linie gefunden. Okay, dann haben wir noch ein Eisenbergwerk. Gut. Also bei Transport Fever 3 möchte ich ein paar Sachen verbessert sehen, aber das ist ja nicht so wild. Das ist jetzt wirklich, dass man denkt, ja, jetzt muss wirklich ein neues Spiel her, das heute ist kacke. Gut, dann nehmen wir die hier, die
angreifen. Und Sulz. So, sehr gut. Also, dann haben wir hier einen guten Pendel. Steinbus R. Dann machen wir doch hier Straßenbahn. Aber. Wo sind Straßenbahnen? Bei Bus oder bei Zug? Ja, Drago, du musst dich reinfinden, hä? Musst dich wieder reinfinden. Mit reinfinden, du. Genau. Also, ja, ich hatte gestern so nach Krankenhaus und so natürlich noch ein bisschen Probleme, dass die In-Game-Sounds ein bisschen zu laut waren, auch im Livestream, der über 6 Stunden ging. Und ich finde nix. Mann, das sieht halt alles mit Mods anders aus. Ist es eigentlich immer hier hinten irgendwo? Okay. Okay, sie sind doch bei Bus. Ich stehe auf dem Schlauch. Gut, also. Sind doch Busse. Sind keine Züge, weißt du? Weißt du, Straßenbahnen sind keine Züge. Ja, eigentlich müsste ich dort durch, also hier. So, dann muss ich Straßenbahnen. Gleis Tool. Gleis. Direkt. Ich wollte eigentlich dort nicht. Okay, lassen wir es. Und hier wieder. Rüber. So. Wunderbar. Das wird wirklich bis zur anderen Seite der Brücke. Okay, ich hätte im Umschalt gedrückt drücken sollen. Naja, okay. Also, dann. Ja, eigentlich die Linie machen. Aber hier rechts. Oh, das ist jetzt wirklich dran. Eins. Wow, wir haben drei Verbindungen. Cool. So. Also, Stein. Oder Steigramm. Eins. So. Gut. Also, dann haben wir hier. Was haben wir 1946? Ich wollte ja irgendwie, glaube ich, mal kurz ein bisschen warten. Mit der Zeit, damit wir einfach die. Lieber mit mehr Leuten. Ist auch schneller. Machen wir doch zwei. Ich hoffe, das ist effizient genug mit zwei. Was machen eigentlich die Flieger? Die möchte ich eigentlich jetzt upgraden. Okay, Marburg braucht. Okay, du bist die große Stadt. Eigentlich die große. Ist Marburg eigentlich die größte? Größe. Ja, ist die größte. Gut. Doch noch ziemlich gut gewusst. Und hier haben wir ja noch Straßenbahn. Ja. Und hier wirklich noch nicht. Brauchen wir ja noch nicht. Also, ich wollte Flieger. Mal kurz ein bisschen upgraden. Die Linie bitte. Ersetzen. Oh ja, so große Flieger. Schnelle Flieger fahren. Ja, müssen wir den Douglas DC-4. Oh. Oh, als Fan von so Flugzeugen. Oh, also Fan. Teilweise durchgenommen, durchgenudelt. Also wo ist jetzt ein Flieger, bitte? Brauche Flieger. Ja, ich will aber sehen. Hallo, ich will. Nein! Hallo? Hä? Ich sehe keinen Flieger. Geil! So verkehrt herum. alles steht Kopf. Ja. So, Transportfieber 9. So, schon der 9. Teil erschienen. Wow. Haben wir einen coolen Berg. Das Motorhorn. Also bitte,
Ich möchte gerne. Ja, dann schauen wir halt einfach so. Ja, schönes Flugzeug. So geil! Ja. Danke für den Hänger. 5 von 15, weil es natürlich noch nicht mehr reinladen konnte. Wow, wie das landet. Industrieschießungsholz. Ah, doch, war es geregelt. Okay, Russian Class L. Kann es sein, dass jetzt dieses Jahr ziemlich gut ist. KTM ist auch nicht mehr dran. Jo, ist ziemlich gut. Ja. Nein, ich warte noch, bis ein Bus kommt. War vor 1950. Boah, beinahe Crash. Oh Gott, wir werden alle sterben. Flugzeugunternehmer, verdiene im freien Spiel 1 Million mit Flugzeugen innerhalb eines Monats. Sehr gut. Wow, ey, das Spiel. Ich hätte gerne ein paar Sachen von Locomotion, von Transport Gigant. Unsere Sachen noch drinnen. Jo, ich werde sicher mal die Entwickler bald mal unterstützen dann. Ja, wenn ich ein bisschen erfolgreicher wieder werde. Bitte macht mich erfolgreich. Bitte, ich bin auch so geld- und erfolgssüchtig wie andere. Nein, Scherz. Also bei mir müsst ihr das nicht ernst nehmen. Also ich will nicht unbedingt euer Geld sehen. Ich will nicht unbedingt mega Werbung machen über Games. Ich will einfach mit euch zocken. Ihr müsst mich zuschauen. Nein, ich müsste nicht, also dürft mir zuschauen. Ganz gechillt. Bei mir seid ihr sicher. Okay? Bei mir seid ihr nicht. Müsst ihr nicht böse sein. Sonst schreibt es in die Kommentare, wenn böse auf mich sind. Wenn ich zu blöde Witze mache. Ja. Ach, wie geil. Okay, ihr habt das nicht gesehen. Das ist völlig realistisch gewesen. Man fliegt durch Bäume durch. Ja, voll gechillt. Der Flughafen ist auch perfekt, oder? Das habt ihr nicht gesehen. Realismus ist in diesem Spiel sowieso nicht so wichtig. Es ist ja nur eine Simulation, ja. Okay, dann machen wir doch mal hier auch weiter. Also Straßenbahn haben wir ja schon gemacht. Aber, ja, der Bus ist das Problem. Zuerst mal ersetzen. Gut. Wie schnell ich das gesehen habe. 47, okay, ja, 47. Ja, manchmal muss man auch ein bisschen vorwärts machen, oder? Ich glaube, das ist wieder zu viel Bus. Oh Gott, wir werden halt sterben. Aber wieso tut jetzt die Straßenbahn nicht so viel machen? Hat das keine... Das hat gar keine... Das haben wir noch nicht gemacht. Das haben wir noch nicht fertig gemacht. Ist aber ein Tram-Depot hier. Okay. Dann Straßenbahn. Vielleicht haben wir einfach nicht ausgesucht. Ja, ich denke schon. Nehmen wir mal eine. So. Und jetzt brauchen wir die Busse auch nicht mehr, weißt du. Jetzt ist die Buslinie völlig ineffizient. Okay. Ja, hier zum Beispiel. Jetzt können wir die Busse wieder verkaufen, die nicht. Also, wir merken uns Cats. Ja, die Ketzerstadt. Gut, jo. Es gibt keine Ketzer mehr, Leute. Das ist nur ein Witz. Sängerhausen. Dann sicher mal hier. Ja, wir müssen einfach alles mal upgraden. So langsam, ja, muss ich echt stoppen. Ich denke ja, ich stoppe jetzt. So. Dass wir einfach nicht mehr weit in die Zukunft kommen. Und upgraden mal alles ziemlich gut. Ich muss einfach alles erneuern langsam. Endlich. Okay, das ist mir nicht so wichtig. Dann haben wir noch
Der Zug muss noch geupgradet werden. Das könnte vielleicht ein bisschen so einen roten Pfeil. Sehr schnell. Okay, dann schauen wir zuerst einmal den Zug an. 160, okay. Ist ein bisschen mehr. Ja, dann nehmen wir den neuesten. Roter Pfeil ist 125, okay. Okay, und der schnellste Waggon auch. Wir haben 6 Waggons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der Bahnhof ist, glaube ich, noch ein bisschen größer. Machen wir mal 7. Und das reicht mal. Gut, dann geht die Zuglinie auch besser. Dann schauen wir mal kurz den Flughafen an. Der hat immer voll. Ich denke, ein oder zwei Flugzeuge mehr. Machen wir mal 2. Und jetzt speichere ich mal kurz. Das ist wichtig. Freier Modus 1.1.16. Wieso habe ich da keine... freier Modus 1.1.16, genau. So. Da haben wir keinen Punkt. Und wo war's? Also hier war's noch. Der Überblick, weißt du, über das Gate hätte ich da noch ein bisschen besser. Ja, zum Beispiel hier. Sehr effizient. Da brauche ich kein Eisen. Hey, hallo Game. Der Bauernhof brauche ich auch nicht. Dann haben wir die Stadt hier. Jo ist gut, aber Straßenbahn. Nein, ich dran. Straßenbahn macht plus. Macht viel plus jetzt. Krass. 50.000 plus. Okay, die Straßenbahn macht noch minus. Ist vielleicht ein bisschen zu groß oder für so eine kleine Strecke. Wieso wollen die Leute nicht direkt vom Bahnhof auf den zum Flugplatz? Okay, es macht schon wieder ein bisschen mehr, weniger minus. Ich denke, die Buslinie ist einfach zu effizient. Komm, lassen wir die einfach ein bisschen minus machen. Ja, wir haben ja auch den Mod da mit dem, mit der größeren Stadtentwicklung. Transport oder Industrie-Tycoon oder so. Transport-Tycoon oder so, wie es heißt. Nein, das ist, glaube ich, ein anderer Mod. Oh Gott, ich weiß es nicht mehr so genau. Nach Marburg. Auch den Zug noch ver... Der ist ja gut. Das ist der richtige Zug. 109 von 126. Und wo ist er? Dort. Doch noch ein Waggon mehr. Wie lang ist der Zug? Zu lang. Er braucht auch ein bisschen länger. Steht denn das? Irgendwo steht doch, dass man den Zug nicht so lange machen soll. Keine Ahnung mehr. Ja, die Bahnhöfe müssen sehr viel länger sein. Ja, wir können ja das machen. Irgendwo steht 1,25 oder so. Den Zug selber. Ladegeschwindigkeit 0, ja genau. Also einfach kleiner als 1. Ich lasse das einfach mal noch, oder? Ja. Gut, dann haben wir noch. Ich weiß nicht, ob ich die Linien verbessern soll. Ist ja alles ziemlich alt, denke ich mal. Das sind nicht die, sind rot. Ja. 30 und 9. 60 und 13. Alle Güter. Stein. Ist es nur Stein oder ist das auch Backstein?
Ja, das ist Baumaterial, okay. Ja, dann muss ich die nehmen. Also das ist grau oder weiß. Dann haben wir noch... Ja, easy. Machen wir von unten nach oben. Doch hier auch. Mehr. Jetzt habe ich da noch kurz die Einblendung übersehen. Jetzt machen wir gelb. Ja, das Upgraden durch die schnelle Zeit. Oh, jetzt, das sehe ich. Das will ich sehen. Oh Mann. Ich brauche mehr Ölsachen hier in der Nähe. Also Öl, also Rohöl zu Öl und Öl zu Treibstoffsachen. Fabriken. Hm. Also ersetzen mit dem hier. Nicht mehr. So, mehr Güterbedarf brauche ich nicht zu wissen. Und dann haben wir noch Blau. Ja, hier sind es genug. So, dann haben wir hier unten noch Bein. Das habe ich schon geupdatet. Das auch. Okay. Neue Industrie gegründet, mega schnell wieder weg. Ich fliege. Ja, das mit dem Bahnhof, mit dem Downtown. Also die Stadt ist da ein bisschen ein Problem. Marburg Bus in Marburg. Ich glaube, ich mache eine Bushaltestelle auch hier, aber ja, das Umfeld ist trotzdem noch gut. Hm. Weißt du überhaupt noch Marburg? Nein, du bist eher runter. Ja. Bringt das irgendwie so eine Tramstation? Nein. So, jetzt muss ich aber die Bushaltestellen sehen. Was macht der? Nein. Nee, die habe ich gar nicht mehr. Ah, doch. Also ich mache sicher mal hier. Schön hier. Hier unten. Hier kann ich ein bisschen weiter weg. Ich denke hier noch. Und hier. So. Hier eventuell, ne? Ah, hier noch. So. Schließung. Also, welches ist die nicht so effiziente? Hm, hier muss ich mal upgraden. Upgrading! Gut, dann heißt es hier, ist einfach mal Bus L. Die Linie. Weiten. Jetzt muss ich, glaube ich, lösche alles mal. Es ist einfach besser, wenn ihr alles zuerst mal löscht. Die X'e sind so blöd gemacht. Also ich muss wirklich sagen, das Spiel ist so geil, aber manchmal die Bedienung und manchmal die Features sind einfach noch zu wenig. Da muss der Entwickler wirklich mehr machen. Kann ich das eigentlich mit Minus löschen oder so? Könnt ihr jemand ein bisschen Kurzwahltasten? Wirklich effizient sind. Kann irgendwie da nichts mehr löschen. Also 1, 2, ist das L? Das heißt, ich muss die andere Seite nehmen. Weg. 1, 2, 3, 4, 5. Hm. 6. Okay. 6, 7, 8. Zählen mit Drago. 9, 10, 11. 12, 13, 14. So.
Und du ihr natürlich auch nochmals. Sind wir rechts rum jetzt? Ja, ich weiß. Spiel meckern nicht herum. Cool. Ich muss nicht mehr zählen. Geil. Okay, fertig. Industrieschließung wieder. Also Marburg ist uns zu stolz. Das wäre echt so geil. Und hier haben wir auch keinen Boot. Doch, wir haben Bus. Aber keine Fahrzeuge. Ja, manchmal mache ich die Sache nicht gerne zu Ende. Ich warte einfach, bis ich wieder Lust habe. Oder bin einfach zu abgelenkt. Ja. Ja gut, das ist eigentlich schon gut dann hier. Aber wo sind denn die Verarbeitung? Weiterverarbeitung? Nirgendwo. Ja, Sängerhausen, das interessiert mich jetzt nicht. So. Ja. Okay. Depot. Hallo, Depot. Tram. Depot. Depot. Nicht autosafen. Linie. Oh, das ist König, oder? Das ist König. Ja. Königbus. Und die Verbindung, ja, es gehen einfach die Leute hier nur drauf. Ich glaube, manchmal habe ich einfach das Problem, wenn ich zwei Linien direkt mache, dass ich dann irgendwie Busse oder so, einfach Fahrzeuge dann bei einer Linie nicht mache. Das habe ich jetzt einfach einmal wahrscheinlich jetzt mal nicht gemacht. Ich hoffe nicht mehrmals. Und sonst einfach ständig meckern. Drago, du hast da was vergessen. Ich weiß es von anderen. Also ich kenne so Kante Zockt und Heisenberg. Ach, Zockt, oder? Wie heißt der überhaupt? Einfach Heisenberg? Ist auch ein Schweizer vom Bodensee irgendwo. Romanzwang, glaube ich, oder so. Und ja, ich bin ja in Basel wieder. Kommen wir von der Rheinach, der Stadt vor der Stadt Basel. Und ja, wir können uns mal treffen. Ich bin einfach zu wenig verliebt. Na gut, irgendwann mal schon. So, dann machen wir doch mal hier kurz auch upgraden. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben erste Linien gemacht, aber irgendwie schon im 19. Jahrhundert, also ganz am Anfang. Und jetzt haben wir halt schon wieder 50 Jahre später. Deshalb sind halt alle Busse ziemlich veraltet. Zum Beispiel hier. Ja. Sind das für welche? Ist hier? Hier? Ja. 25,8, 50, 14 ist das schon viel besser. Ich tue jetzt einfach dort, wo wirklich viele Leute sind und fahren wollen, mal upgraden, aber alles upgraden. Okay, wir können es wieder mit der Liste machen, stimmt. Es gibt ein paar Sachen, die einfach nicht gut funktionieren. Ja, weil sie vielleicht auch zu groß sind, haben sie da Minus. Markbus L hat vielleicht zu viele Busse. Was ist das für eine Linie? Dort. Aha, das ist die neuere. Haben wir vielleicht zu viele Busse jetzt. Komm, lassen wir das einfach noch. Die Stadt wächst ja. Oder die wächst nicht, weil wir zu viele Busse jetzt haben. Egal, also so viel. Ja, schlecht ist es nicht hier. Okay, hier vielleicht nicht. Ja, auf jeden Fall. Gütebedarf. So, und wieso ist diese Linie jetzt hier nicht?
Haben wir hier gar keine Verbindung? Sozkopfbus, doch die. Mehr Leute. Also mehr Busse. Und ja, hier vielleicht noch. Wow. Das Spiel motiviert so sehr, weil man manchmal echt wirklich viel Upgrade bekommt. Jetzt müssen wir einfach schauen, wie schnell machen wir dann wieder die Zeit weiter. Wir natürlich wirklich manchmal auch die Fahrzeuge sehen, sonst überspringt man ja die Fahrzeuge. Jo, jetzt ist hier natürlich, macht plus von 105, macht plus von 25 jetzt. Also jetzt hat sie ja wieder effizient. Können wir ja den Zug mal upgraden? Er macht minus, weil einfach zu viele Leute, zu wenig Leute, aber zu viele Waggons. Das heißt, nochmals upgraden. Ich tue mal nicht 4. Ich tue mal 3. Und jetzt schauen wir mal die Zuglinie. Okay, jetzt ist leider die Aufnahme wieder vorbei. Okay, jetzt momentan haben wir das so, dass wir fast voll haben. Also wir können noch eine Ding machen. Sieht so geil aus hier. Wow. Oh. Okay, ich bin. Du tust hier gar nicht stoppen. Linie, hallo. Linie, was geht ab? Ich will hier, dass du hier auch noch stoppst. So. Haben wir das irgendwie rausgenommen oder einfach vergessen? Ich denke eher vergessen. Ich will den halt auch haben. Sulz und Neckar. Ja, ich will nicht Güterbedarf. Okay, es ist immer noch nicht voll. Ja, ich denke. Gut, also, ich denke, die Linie kann noch so bleiben. Ja, macht schon wieder Minus. Ja, jetzt macht's wieder Plus. ich möchte kurz noch zum Hauptquartier. Boah. Wie man einfach plötzlich mega Geld verdient. 21 von 16 auf 21. Für mehr als 100 Straßenfahrzeuge. Güterbedarf. 20, aber jetzt nur noch. Millionen Profit, 21 wieder, 20 wieder, 21 wieder. Okay, gut. Dankeschön fürs Zusehen, bis zur nächsten Folge. Euer Drago Basler oder auch Livestream natürlich fast jeden Tag. Ich denke, jetzt wieder jeden Tag und alles. Andere Folgen seht ihr von meinem Kanal auf twitch.tv/DragoBasler natürlich Livestreams. Und wir fliegen jetzt wirklich kurz in die Pause. Tschüss!